wie der Krieg noch voll gelaufen ist, da kann ich mich gut erinnern, dass da ein Tieffliegerangriff über unseren Hof her, ständig mit den großen amerikanischen Doppelrumpferflugzeugen, die haben da genau über uns her schon dick Bahnhof angegriffen. Okay. Das ist fast jeden Tag so dahingegangen. Dann ist meine Mutter ist mit mir, mit meinem jüngeren Bruder, ist die über einen Hausgang drin, in den Kellerabgang runtergegangen, weil da recht dicke Meilen gewesen sind, weil es gesagt hat, da haben wir geschützt. Und mein Vater hat dann später mal erzählt, haben sie den Bahnhof angegriffen, dann ist einmal ein Militärzug dort gestanden, weißt schon, mit Geschütz und so. Dann hat er gesagt, du hast den ganzen Tag keinen Flieger mehr gesehen. Wie der Nachbarssohn, der hat bestimmt das Alter gehabt und den hat der Hof schon gehört, der war aber auch eingekriegt. Der ist einmal da gewesen auf Urlaub und hat sich dann von meinen Eltern verabschiedet da. Nach 14 Tagen ist die Nachricht gekommen, dass der Bahn was gefallen ist. Gell? Nicht? Wie der Krieg noch nicht aus war, dann haben sie da hin und wieder Soldaten versteckt, die emigriert haben. Weißt du schon, wenn sie die erwischt haben, die haben sie erschossen. Das weiß ich, da waren wir ja eine ganze Woche da. Den haben sie mir versteckt. Gell? Und dann, wie die Luft ein bisschen reiner war, dann ist der abgehaut. In der Zeit, wie die Flüchtlinge gekommen sind, sind eine ganze Reihe da oben, sagen wir mal, links von der Tür, da sind mehrere Zimmer hinter die, da haben die untergebracht worden. Dann, wo die Balkontür reingeht, ist oben ein großer Hausgang, da sind auch noch 3, 4 da im Bett aufgestellt gewesen, da haben auch noch 3, 4 geschlafen, da drin. Okay. Frau mit Kindern und so, es war ja eine ganze Reihe untergebracht da. Im Haus, meiner Ansicht nach seiner Zeit, ca. 10 bis 12 Personen haben da untergebracht gewesen, da im Haus. Und die anderen waren eben im Nebengebäude drin, weil da waren so Knechtenkammern drum, 2 Zimmer, da haben die untergebracht gewesen. Gell? Sagen wir mal zum Kriegsende. Gleich zum Kriegsende haben die noch gar nicht da gewesen gleich. Das hat ja eine bestimmte Zeit gedauert, wie der Flüchtlingsstrom gekommen ist. Ich kann mich an diesen erinnern, wie ja tagelang da draußen, die mit Ohrenros oder zu Fuß mit dem Wagel ständig haben die nach Westen. Und hin und wieder haben auch, wenn es Nachtmann ist, bei uns im Stall, weil der war zu der Zeit schon leer, der alte Stall. Die haben dann da drin wieder genächtigt, weil dann haben sie wieder weitergezogen. Warum war der alte Stall leer? Weil das schon Mitte Mai war, damals alles aufgebraucht war, da war nicht mehr recht viel drin, nicht, vom Winter her. Nicht? Und die haben da war noch Platz, es war vielleicht schon ein bisschen Stroh drin, aber die haben da drin gut Platz gehabt und die haben da ständig übernachtet. Nicht? Und dann ist eben, sagen wir mal, mein Vater war, ist, ich weiß nicht mehr ganz genau, wenn der da Bürgermeister geworden ist, und der, da ist noch der große Flüchtlingsstrom gekommen und der hat sich dann um die ganze Verteilung kümmern müssen, sondern wo er die überall untergebracht hat. Ich sitze in der Bahn, da kommt eine verheiratete Frau von Schmidt, wo ich auch gut ein Kind habe, die holt mich zur Damenwahl. Nicht? Weil wir haben da der Bahn drin geguckt, wenn ich finde. Und so. Und dann haben sie draußen, dann haben sie einen Schwein angespielt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Auf alle Fälle werden da die Partner, wechselt man da, warte, da ging ja so. Und da komme ich auf eine Frau und dann war das Ding aus und sagt der Musikant, jeder Partner trägt seine Partnerin in die Bar. Dann habe ich, das war David, dann habe ich die gepackt und habe sie ein Bar eingetragen, also wie die Kinder gelernt gehst. Da war ein Freund von mir dabei in der Bar, ein recht neugieriger kleiner Fotograf. Und der hat noch gleich ausgefragt, was sie macht und was sie tut und wo sie herkommt und so. Und dann hat sie gesagt, ja, dass sie Lehrerin wird und so, die hat damals noch studiert. Oh, haben wir gesagt, da soll mir die Lehrer schlecht gewesen, das ist ganz scheiße. Und den anderen Tag habe ich die Steuerwahl gemacht, weil ich so einen Haufen Arbeit gehabt habe mit den ganzen
Vier, das ist mir echt für den Hakelzeitig. Du hast doch gestern ein Mädel kennengelernt, Grüße Dirken. Jetzt muss ich, wenn ich mit Oberviertel bin, fahre ich nach Schwendig am Frühschoppen und schaue mal, ob man die irgendwie wieder auskundschaften kann. Und da habe ich mehrere gefragt. Und ein Elektriker, der hat bei denen, weil die haben, waren noch nicht lang in Schwendig, mit einer Doppelhaushälfte und so. Dann, der Elektriker hat mir dann die Adresse von ihrer gesagt. Und dann haben wir die angerufen. Und abends haben wir uns dann schon dick beim Lohmeier im Café getroffen. Okay. Aber der hat wahrscheinlich das ganze Milieu da drin, weil das waren ja seine Hautigen, meine Fremden. Die ist dann früher fort, das heim. Aber irgendwann habe ich es wieder mal angerufen und so. Und dann haben wir mal am Nachmittag irgendwo hingefahren und so. Und so haben wir uns kennengelernt. Okay. Und da haben wir so ein Jahr kennengelernt und dann haben wir geheiratet. Was geschieht denn bitte mit dem Gebäude jetzt hier? Das alte Wohnhaus wird erhalten und saniert. Aha. Und es wird ein Holzständerhaus angebaut, circa 8 Meter, dass er so einen Stahlcharakter hat, dass das Tor hier noch ein bisschen gewohnt ist. Das Wasserrecht, ich glaube in den 60er Jahren ist das verkauft worden, dann haben die das Wehr gesprengt und seitdem gibt es kein Wasserrecht mehr, keine Stromerzeugung mehr. Ah ja. Was interessant ist, dass die Kollegen da Steine klopfen. Ja. Was hat das für einen Grund? Ja, die Steine kann man für den Garten und für Gartenmauern etc. ja nochmal wieder verwenden und hat dann auch einen schönen Eindruck gehabt. Es war früher folgendermaßen, wie ich aufgewachsen bin. Als kleiner Bub bin ich auch schon über zur Mühe runtergekommen, weil da war auch der Sepp da, der war ein bisschen jünger wie ich und so. Und haben wir fast jeden Tag ist mir mal da zur Mühe vorbeigekommen. Das war von einer Gastwirtschaft, das war ja eine Gastwirtschaft früher, so eine Bauernwirtschaft. Da haben wir über viele Bauern verkehrt und andere Leute auch. Die haben meistens Sonntagnachmittags und Sonntagabends, aber es war auch werktags. Nachmittag und abends waren immer einer da, ne, weil die alten Bauern, die sind ja nach drei Jahren ins Wirtshaus gegangen, zu Fuß zur Mühl und da hat sie immer was gerührt. Zur Mühl hat eine Landwirtschaft betrieben, ca. 25 Hektar, nicht? Und die haben auch Kühe gehabt, 10, 12 Kühe und haben auch einen Schweizer gehabt, einen Melker, nicht? Die haben zur Mühl immer gehabt und dann haben sie zwei, drei Knechte gehabt, nicht? Und also ein Hausmarkt meistens und so. Nee, das war ja viel Arbeit da. Da er der Sepp immer wieder Geld gebraucht hat, hat er auch dann ständig Land verkauft, immer wieder Grund verkauft und verkauft. Nicht? Dann hat er mit dem Ganzen sowieso keine Freude mehr gehabt, die Wirtschaft hat er zugesperrt. Nicht? Und irgendwann, nach einigen Jahren, ist er, weil er gern Motorrad gefahren ist und schnell gefahren ist, ist er halt dann beim Motorradunfall tödlich verunglückt. Und dann war halt das mit der Zermühl aus. Es ist so, mir hat eigentlich so der Name Göschel, das hat mir an und für sich gar nicht so gepasst. Aus irgendeinem Grund, ich weiß selber, ich kann mir das nicht recht vorstellen. Aber Natubik, das da passend. Ich war da selber irgendwie ganz anders gelagert. Das muss man sich auch vorstellen. Gell? Dann habe ich den Namen gewechselt und die Sache war erledigt. Bin natürlich
von gewissen Seiten umgefeindet worden oder was, aber das war mir wurscht. Nicht, da habe ich nicht was geschissen. Nicht? Haben Sie da Freundschaften zerlegt? Eigentlich nicht. Okay. Du hast vorhin gesagt, du bist sowieso ein bisschen anders gelagert gewesen. Wie meinst du das? Ah ja, ich war nicht so echt, dass ich unbedingt irgendeine Bauernstochter wollen hätte und so. Überhaupt, das hat mich im Prinzip gar nicht so interessiert. Okay. Geht's los, ja? Ja. Es ist so, in der Zermui war ja das Wehr da, nicht? Die Wasserkraft, die Turbine. Und die haben auch ein ganzes Gebiet mit Strom versorgt. Nicht? Und das war natürlich ein Haufen Arbeit. Auch das Netz hat er betrieben, das ganze Netz, die Masten und alles. Das war ein ganzer Haufen Arbeit ständig. Gell? Aber er mit seinen 25 kW, wo rausgekommen sind, und hat ein ganzes Gebiet versorgt, das ist natürlich nicht immer gut gegangen. Gell? Und wenn natürlich wieder Hochwasser war, dann war das Wasser unten und oben gleich, jetzt ist die Turbine nicht gelaufen. Dann haben sie einen starken, alten, so einen ganz schweren Dieselmotor drin gehabt, einen Einzylinder mit einem riesen Schwungscheiben. Da haben wir alles am Zusammenkäufer und den haben wir dann anschmeißen müssen, damit wenigstens der Lichtstrom ein bisschen versorgt war mit Licht. In Schwindig haben mehr drin gewesen. Da weiß ich noch gut heraus, da in Heisel war es bei Schwindig. Da haben sie einen geschlagen. Der ist geschlagen worden mit seinem komischen Schlagwerk. In Schwindig werden ja mindestens 5-6 Artesenbrunnen da gewesen sein. In Wörth, dann war schon mindestens 4. Ja, jetzt wird und da. Und dann hat der Herr Rind, der Geiger da, der Lohmeier, der das weiß ich nicht gut, der hat auch einen schlagen lassen. Und der ist auch schon so tief unten. Und dann hat es das Wasser damals noch ein bisschen gemischt, kann man nicht drin, aber wir Schwindicken ja dann die großen Brunnen gemacht haben und haben die schwer gepumpt, die pumpen ja. Dann ist bei ihm das Wasser nicht mehr in Steine gelaufen. Die haben nämlich, weil das so wie Wasserstrom ist, unterirdisch, und dann haben wir das Wasser davon gezogen. Okay. Das war ja gut, wenn er eine Artesen gehabt hat, das kannst du dir vorstellen. Nicht? Den Brunnen weiß ich sowohl immer schon. Okay. Manchmal ist der Sepp, der Bub, wenn er ein bisschen gesprungen hat, reingesprungen. Gell? Und, aber mein Gott, viele Leute haben sich da auch mal Wasser geholt mit der Milikan oder irgendwas und so. Sie haben auch zum Teil Milchkanne am Früh reingestellt zum Kühlen. Das war halt damals so. Der Brunnen war halt immer allgegenwärtig. Gell? Da ist so eine verwachsene Platte drin. Das hat der Sepp mal rein, weil der, sagen wir mal, so ein Taubennarr war. Und da haben die Tauben einfach schön dringen können. Was hast du mit den Tauben zu tun gehabt? Wir haben früher die Tauben, wir haben auch einen Haufen Tauben gehabt bei uns. Und die haben wir dann, die Jungen haben wir gegessen, aber dann noch einen Krieg, wie halt, sagen wir mal, wenn wir ein bisschen größer waren, dann haben wir ja die Tauben auch verkaufen können. Und jeder von uns vier Buben hat eine Portion Tauben gehabt. Und dann haben wir halt die jungen Tauben aus Schwindicken verkauft an verschiedene Leute. Fürs Paar 1,50 Mark, das war nach der Währung ein Haufen Geld. Der Moser Wolfgang, der hat immer eine gute Landwirtschaft betrieben. Ich meine, bei denen war das anders gelagert, gell, weil die haben an ihrem Ding, an ihrer ganzen Landwirtschaft festgehalten. Die haben auch, sagen wir mal, den Stall so weit, so gut modernisiert oder auf den Stand gebracht, was eigentlich, sagen wir mal, gang und gäbe war und alles. Nicht?
Und dann haben die zwei Dichter da gewesen, die haben ja auch im Betrieb mitgearbeitet und so. Die Milchwirtschaft haben sie aufgegeben vor einigen Jahren. Und jetzt betreiben sie ja, sagen wir mal, die Ackerwirtschaft. Und die haben aber noch Mastvieh. Die haben eine ganze Portion Mastvieh. Da ist alles voll. Und jetzt schon mal weitergekommen, die Woche. Ein Hund umeinander. Ja. Nach Walker Seichs bin ich früher als junger Kerl immer schon wieder mal runtergekommen, wenn irgendwas war. Da waren ja Fahnenwein und Primmützen und alles. Und dadurch, dass mein Vater Bürgermeister von Walker Seich war, wenn irgendwas war, da haben wir schon runtergekommen, meine Brüder und ich. Aber nicht so sehr oft. Mit 88 Jahren machen Sie noch Steuerarbeit hier. Ja. Ich bin weit umeinander gekommen, im Krieg, Fangerschaft, alles zusammen. Erzählen Sie es mal. Ja, nein, da kommen wir nicht. Wo waren Sie im Krieg? Wir waren auf Afrika gekommen. Und da sind die schon herumgekommen. Der Rommel, da hat er sich auch gehört. Da haben wir die Sizilien wieder umgekommen. Da haben wir nicht mehr umgebracht. Ja, da ist schön langsam der Krieg gar geworden. Und dann haben wir ein Lager gewesen. Gefangenschaft. In welcher Gefangenschaft? Ja, Englischen, Amerikaner. Indien, wie waren die zu den ja, Deutschen? Ja, der ist schon gegangen. Und wie sind sie dann hergekommen wieder? Ja, mei. 46 bin ich heimgekommen. 46, im Juni, Juli da. Ja. Wo war das Lager? Das da bei Rimini herum. Da haben sie ein bisschen was von Italien kennengelernt. Ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Ja, meister. Da bin ich einmal in die Stadt reingekommen, da unten in Tarent. Und da habe ich einen Putzer machen müssen bei den englischen Offizieren. Da waren vier Offiziere da gewesen, die haben da früh gefahren und dann nachts dann gekommen. Und da haben wir halt kochen müssen, ich und noch einer. Und haben wir die aufbieten müssen und das Gewand herrichten und die Sache zusammen. Ja. Während dem Krieg war die Gastwirtschaft auch offen. Ja, mei, da ist auch nicht viel losgegangen. Und wir waren da so nach dem Krieg in der schwierigen Zeit, wir waren da hauptsächlich hier Gast. Ja, mei, die Leute sind da gekommen. Die Dorfleute. Ja. Kann man da einen Unterschied sehen zu dem Leben jetzt in Wolkersach und früher? Ja, mei. Das. Da haben meine Leute noch gelebt. Also. Und einer besinnlichen Adventsfeier, die wo wir in Walker Seich jedes Jahr veranstalten, okay, möchte ich so sagen, da wird eine kleine Ansprache gehalten. Also unsere Stammgäste sind alle da. Nicht? Was und sind das für Menschen? Das sind die ganze Jägerschaft ist da, es sind Handwerker da und auch ein paar Landwirte und so. Nicht? Also sagen wir mal, lauter bodenständige Leute. Okay? Und ich habe darauf gedrängt, dass wir sagen, eine besinnliche Adventsfeier, dass man auch, sagen wir mal, das Ganze nicht, dass das alles restlos abrückt in irgendwelchen Sauf- und Fressveranstaltungen. Und so, freilich gibt es was zum Trinken und gibt es was zum Essen, aber meine liebe Gesellschaft, heute bei der besinnlichen Adventsfeier, ein bisschen haben wir mager ausgestattet, ist uns wurscht, nicht wahr? Jetzt sage ich euch eins, wir haben sehr gut gegessen. Alles. Die Vorfreuden sind vorbei, weil die waren ein bisschen zerzwittert untereinander und so, scheiß drauf, aus. Es wird, sagen wir mal, es wird ein Adventsgedicht, eine Adventsgeschichte vorgelesen. Nicht? Dann halt ich eine Ansprache, speziell, okay, und so. Und jetzt werde ich euch was sagen zur Besinnlichkeit eines Advents, zur besinnlichen Adventsfeier. Besinnlich, was ist besinnlich? Da muss man ruhig sein. Okay. Noch Dinge, du nicht. Normal willst du ein Pfarrer werden, okay.
Aber jetzt hör bloß auf, geh. Albert, macht's mal eine kleine Musik, weil dann bringt der Jan seinen Spruch aus dem Buch. Das ist kein Spruch, das ist ein Gedicht. Nein, man sitzt mir das nicht vor. Jetzt sollst du nicht drin. Du bist kein Werder. Bitte am Start, gell? Ja. Der Jan bringt jetzt seinen Eintrag dazu. Ich tue mir eh so schwer mit Lesen. Also, ich habe euch heuer Ruhe, bitte. Ein Weihnachtsgedicht mitgebracht. Anders als letztes Jahr keine Weihnachtsgeschichte, sondern dank Bill habe ich ein Weihnachtsgedicht vom Ponsauer Wick. Das ist ein Bauerndichter aus dem Rottal von 1922 bis 2005 hat er gelebt. Und der hat also verschiedenste Gedichte geschrieben, unter anderem auch Weihnachtsgedichte. Auf die Weihnacht zu. Christbaum leichten vor die Häuser. Große Backeln schleppend leid, anstatt Stader gemütlich leiser, wird's noch hastiger die Zeit. Soll uns die Weihnacht was bedeuten, muss man das schon vorher gespüren. Nicht bloß an die Geschäftigkeiten und weit draußen die Christbaum blühen. Selber sollten wir uns halt wandeln, nicht bloß auf die anderen schauen. Nicht die heilige Zeit verschandeln und auch zu was Gurden trauen. Arme kannst bei uns kaum finden, Einsame dagegen grad nur. Oft ein Wort kann da schon zünden und einem bringen Fried und Ruhe. Soll die Weihnacht die Welt noch retten, müssen wir mit da mit und mit. Wenn wir das Herz und das Gefühl noch hätten, könnte schon sein, dass anders wird. Nicht bloß, weil jetzt Christbaum brennen, wird schon besser auf der Welt. An uns selber sollten wir es kennen, was uns noch auf die Weihnacht fehlt. Danke. Bravo, Jan.
Musikanten sputzen, schneidigen auf. Okay. Und dann geht es ins gemütliche Teil. Dann geht es weiter. Und, also, Prost. Ich hasse das verdünnte Schluck. Die schlägt sich vom Zürcher und packt es. Da haben wir Vormittag einmal da oben drin 18 Hühner da bissen. Schöne Hühner vom Herbst, der Fuchs. Das ist einmal, jetzt ist es noch nicht tragisch, aber wenn die Jungen größer werden, dann geht es los. Nicht? Zack, schon hat er es. Der kommt unter dem Tag weg. Gell? Bei der Nacht sind sie sowieso drin. Aber unter dem Tag kommt der Fuchs auch. Kannst du mit diesen Hühnern, die vom Fuchs dann gerissen worden sind, noch was anfangen? Nein. Verblutet. Die konnten ja, die haben hier und im Moment, wo sie nicht ausbluten, kann sie vergessen. Die können sich alles haben dann holen, die kann er fressen, wenn er mag. Nicht? Ich weiß nicht, ob sie dann einmal Misthaufen eingreifen oder das alle ausgraben wieder fort. Das macht er, wenn der so viel gerissen hat, dann vergrabt er die und wenn er was braucht, dann grabt er sie wieder aus. Das ist typisch Fuchs. Die Nisten auch da, weißt du, ich habe so viele Brombeerhecken da hinten und überall, weil die können ja bloß da drin nisten, weil sonst ein Brombeer-Dings geht der Mutter nicht rein, weil sonst räumt alles aus. Und auch oben, die Brombeerhecken oben, da oben. Nicht? Wenn das alles weg ist, und dann ist es auch so, dass viele Insekten herwachsen in die Brinsel drin. Wo bestimmte Viecher brauchen die Insekten, Singvögel brauchen viele Insekten. Wenn da alles weg ist, dann sind Singvögel auch weg, dann ist alles fort. Try to have some fun, but I-